Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Master Builders. Ja, in der letzten Folge haben wir mit unserem Bett leider nicht ganz gut abgeschlossen, das weiß ich, weil es natürlich in der letzten Runde hier war. So, was müssen wir denn jetzt, was müssen wir denn heute bauen? Gucken wir mal. Einen Bär müssen wir bauen, heilige Scheiße, okay. Gut, erstmal den Ground wechseln, wir nehmen hier normales Dirt. Habe ich direkt eine Idee im Kopf, und zwar wir bauen einen richtig schönen stehenden Bären, bauen wir. Aus brauner Wolle bauen wir ihn. Bauen einen richtig schönen stehenden Bären, bauen wir. Kann natürlich auch den Pedobär bauen, wenn ich so recht überlege. Moment. Ja, das dürfte als Grund reichen für den Bär. So, das ist quasi der Körper vom Bär. Den muss ich jetzt aber deutlich richtig hochbauen, ey. Ohne Spaß. Den muss ich jetzt richtig hochbauen. Ich möchte nämlich den stehenden Bären bauen. Mensch, ich denke so ein bisschen an Baloo, den Bären. Dann den Bären, wie kommt man denn auf den Bären? Wie soll man denn das machen so schnell? Ah gut, egal, was soll's. Ich wette, sehr viele Leute werden braun nehmen. Hätte vielleicht sogar eher dann schwarz nehmen sollen, weil ich glaube, auf schwarz kommt nicht wirklich einer, oder? Ich habe sogar noch eine Detailidee gleich. Wenn ich den Körper fertig habe, das wird jetzt wie gesagt erstmal der Körper hier. Und zwar, ich will den Bauch gleich noch machen, indem ich nochmal gerade die Hälfte von der einen Seite wegnehme und da vielleicht noch irgendwie hellbraune Wolle oder so rein tue. Dann kennt man sogar noch den Bauch von dem Bären. Ich habe auf jeden Fall eine richtig coole Vorstellung von so einem Bär, wenn es nur mit so einer Tatze nach vorne geht. Aber ich glaube, das werde ich wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Würde ich mal tippen. Mensch, 3 Minuten haben wir noch, okay. Zeitmanagement ist hier die halbe Miete. Du musst es gut einteilen hier, das Ganze. Moment. Auf jeden Fall nicht so schlecht hier. Aber noch eine Ebene auf jeden Fall. Ich glaube, das wird nicht so geil, wie ich mir das in meiner Vorstellung ausgemalt habe, oder? Ich glaube nicht. Moment. Ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam anfangen, den Kopf zu machen. Sonst wird es zu groß. Ah, fuck. Ah, fuck. Okay, machen wir mal den Kopf. Moment. Machen wir mal den Kopf hier so ein bisschen. Ne, es ist okay. So kann man den Kopf machen. Moment, ich will den Halsansatz bauen. So, jetzt den Kopf mal eben. Fix. Boah, 2 Minuten noch. Alter Schwede, ich glaube, ich werde nicht fertig. Wenn ich so weitermache, werde ich nicht fertig. Auf jeden Fall nicht. Zwei Minuten noch, das wird schwer. Ich glaube, so hoch hat noch nie einer gebaut wie ich, oder? Kann das sein? So, warte mal, dann machen wir noch die Arme hier hin. Ich möchte so einen Bär haben, der so mit einer Tatze nach vorne geht quasi, um nach seinem Opfer zu schlagen. Wollte ich das quasi bauen. So. Und dann machen wir den einen Arm, machen wir so angewinkelt. Den einen Arm machen wir so angewinkelt, nach unten. Warte mal, da muss ich aber hier noch eine Ebene rüberziehen, sehe ich gerade. So, dann können wir hier die Öhrchen hinmachen. Wir machen das eher so, komm. Das passt. Machen wir das einfach schwarz in der Mitte. Schwarze Wolle. Genau. So. Noch die Beinchen. Die dicken Beine sollen wir noch machen. So, noch Krallen schnell. Fuck, ich muss mich beeilen. Ich weiß, ich werde, glaube ich, nicht fertig. Fuck, 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 ey. Ist auf jeden Fall vergessen, dass ich fertig werde. 20 Sekunden.
Moment. Ich hab das jetzt dünn gebaut, das ist den Arm. Fuck, ich hab nicht mal ein Gesicht hingekriegt, ey. Scheiße. Nein! Ja, es sieht komisch aus. Fuck, es sah in meiner Vorstellung sah so geil aus. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab's nicht hingekriegt. Was ist das denn? Das ist doch kein Bär. Ah, ich hab einen Penis gemacht. Ah, das ist so lächerlich. Ah, ist das lustig. Ah, ein Penis. Ah. Idiot. Also, das trifft nicht meinen Humor. Es trifft auf jeden Fall nicht meinen Humor. Warum ist das nicht explodiert, frage ich mich. Das ist eher die Frage. Was zum Teufel? Ah, das ist ein cooler Bär. Ja, das wäre auch eine geile Idee gewesen, so einen Teddybär zu machen. Aber ich habe halt einen richtigen Bär gedacht. Der so nach vorne greift, weißt du? Und sowas habe ich halt gedacht gerade. Aber ich glaube, haben wir nicht hingekriegt einfach. Jetzt habe ich dem ganz Meister Blinen gegeben. Bin ich denn blöde oder was? Das ist Meister Blinen. Der ist ja nicht mal fertig geworden, ey. Alter Vater, ey. Da hat sich aber seine Ziele groß gesteckt. Er hat richtig groß gebaut. Der wäre noch größer geworden wie meiner. Und meiner ging schon bis hierhin. Sag ich die anderen? Ich bin das noch nie angeguckt hier oben, ne? Okay. Das ist meiner. Ja, meiner sieht richtig beschissen aus. Lol. Ja, wirklich. Meiner sieht richtig beschissen aus. Allerdings, da glaube ich nicht als Bär zu erkennen oder so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ah, gefällt mir nicht so ganz. Ist nicht so geil geworden. Ist nicht so geil geworden. Bin ich ganz ehrlich. Gut. Das ist gut. Willst du mich verarschen? Das sieht voll scheiße aus, Mann. Das sieht richtig kacke aus. Das ist wieder am Eis, am Bleeding, Alter. Was zum Teufel ist das denn? Das sieht ja richtig scheiße aus, Mann. Boah, Alter. Is that a person? Ja, da freue ich mich auch, ey, ob das eine Person ist. Ja, auf Wiedersehen. Boah, ey. Hm, cool. Das ist schön, das ist okay. Boah, das sind Bären. Das ist ja ein Bär. Ist ein Eisbär. Ich finde, ja, not Pinguin, aber ist doch hier Eisbären, hallo. Noch Eisbären, du Vogel. Dussel. Not a Penguin. Lol. Macht da noch so seine Fahne rein. Wie patriotisch kann man sein, dass man sogar noch seine Dingens rein. Der kriegt da von mir nur ein Meh. Der ist gut geworden, aber wie soll noch seine Fahne reinhängen? So, das muss nicht sein. Er kriegt da von mir nur ein Dingens. Ja, ein Zombie, ey. Was ist das? Das sind Hunde? Das sind Hunde für mich. Naja, gut. Jetzt sind wir an. Oh mein Gott. Wobei der sieht nicht mal scheiße aus unbedingt. Er sieht nicht mal scheiße aus. Der kriegt doch mir meine, okay. Er sieht nicht mal scheiße aus. Man kennt einigermaßen, dass es ein Bär sein soll. Der sieht nicht mal kacke aus. Und ich sage, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Also man hat auf jeden Fall nicht gewonnen, so viel ist schon mal sicher. Mein Bär hat schon mal nicht gewonnen, das sieht aus wie ein Kaninchen. Das ist ein Rabbit. Ah, verdammt. Das ist ein Hase. From Pokémon. Bunny? Ja, ganz genau, ein Bunny. Er hat echt gewonnen mit dem. Er hat echt mit dem gewonnen, unglaublich. Ich bin nur Vierter geworden mit meinen Bären. Ja gut, ich akzeptiere es. Er war nicht wirklich gut. Er war wirklich richtig schlecht, muss ich schon zugeben. Ich bin mal was so echte Sachen angeht, so Menschen oder so, bin ich glaube ich nicht gut drin. Ich glaube, ich bin in Dingen bauen bin ich glaube ich besser, wie ein Haus oder sowas oder ein Bett oder sowas. Ich glaube, das ist vielleicht eher meine Stärke. Naja gut, ich würde sagen, dann war es das erstmal für diese Runde. Wir sehen uns einfach gleich wieder nach dem Cut. So, da sind wir dann wieder in der zweiten Runde. Nach diesem kürzen Cut. So, was müssen wir jetzt bauen? Jetzt bin ich mal gespannt. Gib mir mal irgendwas, was ich schon mal geübt habe, wie so ein Hubschrauber oder so ein Auto, ey. Ich habe eine richtig geile Idee für ein Auto im Kopf. Ein Robot. Alter, ein Robot? Okay, ein Robot. Wie baue ich denn einen Robot? Muss ich erstmal eine Idee für einen Robot haben. Ich habe keine Idee für einen Robot jetzt gerade. Sonst habe ich eigentlich immer eine Idee für einen Robot. Aber jetzt habe ich gerade gar keine Idee. Ah, fuck, der war nicht gut. Moment. Der war nicht gut, der Untergrund. Bauen den einfach auf Eis. Hallo? Da drauf bitte. Danke sehr. Ich habe keine Idee für einen Roboter gerade. Ohne Scheiß. Deshalb bauen wir einfach so eine Art Menschen, würde ich sagen. Gehen wir schon hin. Bam, 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 bam. Also eigentlich hätte ich jetzt im Kopf
so einen Gundam zum Bauen, so einen japanischen Kampfroboter. Den nennt man ja Gundams. Sowas könnte ich mir jetzt eigentlich gut vorstellen, würde ich jetzt am liebsten bauen. Aber ich glaube, das werde ich in der Zeit nicht hinbekommen. Deshalb bauen wir jetzt einfach nur ein 3D, auf 2D basierendes Männchen, was aussieht wie so ein Roboter einfach. Ich glaube, das wird dann schon reichen. Gucken wir einfach mal, was die anderen nachher bauen. Bin ich mal eh gespannt. Ich glaube, ich baue immer zu groß. Könnt ihr mir das mal sagen? Baue ich zu groß? Würdet ihr kleiner bauen? Ich baue irgendwie, finde ich, immer viel zu groß. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich baue echt zu groß. Ich muss ja auch gleich noch andere Sachen einbauen. Ich würde sagen, komm, wir bauen noch ein bisschen was anderes noch ein, oder? Oh, Diamantblöcke vielleicht noch ein, als was aus Metall ist, so ein bisschen, oder? Haben wir denn hier noch Goldblock und sowas? Goldblock vielleicht, mal Steinstufe, egal. Bauen wir erstmal ganz kurz mit Eisen weiter, weil ein Roboter ist für mich aus Eisen. Moment. Wird noch eine. Weil jetzt fällt mir gerade eigentlich ein, man hätte auch Iron Man nehmen können, weißt du das eigentlich? Ich glaube, Iron Man war geil gewesen. Weil Iron Man, aber wobei Iron Man ist ja eigentlich ein Superheld, hätte vielleicht auch nicht gepasst. Vielleicht lieber dann doch nicht. Nee. Weil ein Roboter eigentlich doch einfach sein müsste, oder? Ein Roboter müsste eigentlich relativ einfach sein, weil da muss der nicht viel machen. Der steht ja relativ normal, steht der herum. Moment. Bam und bam. Bam, bam, bam. Das ist ja das Schöne am Game-Mode. Du hast ja wirklich erhöhte Dingens. Du kannst ja weiter bauen, wie als wenn du im Normal-Mode bist. Also im Adventure-Mode. Wie weit habe ich die Arme da gemacht? Kommt genau hin. Papp. Passt. Passt auch. Okay, das passt soweit. Kopf noch. 3 in der Mitte, ne? Okay, passt soweit. Die Map ändert sich auch gerade, sehe ich, merke ich gerade, ne? Wir hatten ja eben in der ersten Runde hatten wir ja wirklich so eine Grasebene. Jetzt haben wir auf einmal so eine Sandebene hier. Leute, ich hätte doch Bänder bauen können. Ohne Spaß. Jetzt hätten wir gerade eigentlich doch Bänder bauen können. Wisst ihr, jetzt kommt mir erst die Idee für einen Roboter. Bänder. Ich hätte Bänder bauen können. Okay, dann bauen wir zumindest noch das Gesicht von Bänder. Vielleicht mit ein. Moment. Bauen wir einfach mal hier mit. Oder weißt du was? Wir bauen mit mit Redstone, mit dem Redstone-Block arbeiten wir mal gerade. Redstone-Block. Und machen wir einfach als Mund quasi einfach so ein Dingens. Ja, das ist okay. Irgendwas bauen, was vielleicht noch aussieht wie. Ah, ich hab eine geile Idee, pass mal auf. Ah, fuck, wo sind die jetzt? Trichter. Kann man Trichter nicht bauen? LOL, ich bin auf der größten Ärger. Ah, scheiße, only build hier das. Das ist ein bisschen Area. Fuck, ich habe den zu groß gemacht, glaube ich. Ja, keine Ahnung, ist ein Roboter auf jeden Fall geworden, aber es sieht nicht so geil aus. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was ich mir damit jetzt gerade dachte. Keine Ahnung, was ich mir damit jetzt dachte. Irgendwie, keine Ahnung, was einbauen. Es sieht einfach nur kacke aus, ey. Oh Gott. Also ich glaube, die Folge war richtig schlecht bei mir. Ohne Scheiß, die Folge war richtig schlecht bei mir. Okay, na, das eine ist ein Roboter mit Jetpack. Okay, na dann. Ja, ist ein okay. Kriegst ein okay von mir. Sieht ganz in Ordnung aus. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ganz ehrlich, gibt Schlimmeres. Aber meiner war richtig schlecht, glaube ich. Meiner war echt mega schlecht, ey. Ja, das ist ein cooler Roboter. Ja, das sieht cool aus. Das ist eine coole Idee geworden. Kriegt er mir mal gut.
Nicht denn, ich will mal ein bisschen was gutherziger mal in der Runde, weil ich glaube, Roboter ist nicht so einfach. Ist doch eigentlich sogar so sowas wie ein Gundam, wie ich mir selber dachte. Na, sieht ganz cool eigentlich aus. Ah, da ist mein Roboter. Das sieht eigentlich schon fast eher aus wie dieser, ach, Shrek, wie heißt denn dieses Lebkuchenmännchen? Not a man, nice. Ja, ich finde es ist nicht gut geworden. Ich finde es nicht gut. Not a man. Ja, ich finde es nicht nice. Sieht scheiße aus. Ich finde es sieht nicht gut aus. Was haben wir hier? Das ist eigentlich eher ein Hasenbunny. Rabbit. Ja, genau. Ist ein Rabbit eigentlich wieder. Ich glaube, einer hat irgendwie so ein Fimmel für Rabbits, oder? Kann das sein? Dieser Vladgast, der macht irgendwie alles immer mit. Das ist ja schon die zweite Runde, die wir natürlich mit dem machen. Immer so ein Rabbit oder sowas. Was ist das? Das ist ein Roboter? Steht irgendwas da oben drauf? Auf den Schildern steht nie was drauf, damit man den Leuten keine Tipps geben kann, ne? Ja, okay. Ja, komm, kriegst du dann ein Okay von mir. Not a man. Ja, was not a man? Das sind ja Roboter. Was ist ein Roboter, du Pfeife? Was ist denn ein Roboter? Ein Roboter ist doch ein Mensch. Also von daher ist auch ein Okay. Ne, kriegst von mir einen mehr, weil es sieht nicht so geil aus. Ist nicht so geil geworden, wenn ich ehrlich bin. Gibt bessere. Da hier wird bessere. René Eisenherz. Guter Name. Ja. Was ist das? Ach, guck mal, er steuert ihn sogar. Cool, ein Roboter, der sogar gesteuert wird. Das ist eine coole Idee. Ist doch mir gut. Ein Mensch daneben steht, der den steuert mit so einem Ding. Das ist eine coole Idee. Das ist eine nette Idee. Wobei der Roboter sieht nicht so geil aus. Er hat mit der Deko mehr rausgeholt als mit dem Ding, mit dem Roboter selber. Ja, das ist Bender. Ich glaube, das soll Bender sein, ne? Schreibe ich mal. Ich schreibe mal Bender. Soll bestimmt Bender sein, würde ich tippen. Naja, war okay. Ich glaube, ich habe wieder nicht bewertet für den. Schade. Nee, kriegt dann mehr. Das sieht nicht so gut aus. Stimmt, R2D2 hätte man auch machen können. Tja, siehst du mal. Ne? R2D2. Er schreibt sogar noch, was er damit wollte. Aber ich finde, das ist kein R2D2, weil R2D2 ist oben am Kopf, ist der blau. Und der ist auch nicht so gut geworden. Bin ich denn gelandet? Wieder im Mittelfeld. Ich bin genau in der Mitte wieder gelandet. Nee, ich bin etwas. Ja, ich bin Sechster geworden. Ah, war auch nicht so eine gute Runde, muss ich zugeben. War halt keine gute Runde heute. Wir hatten heute eher was Menschlicheres und ein Tier mussten wir bauen. War nicht so eine geile Runde. Gebe ich ja ganz gerne zu. Deshalb würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Würde sagen, bis zur nächsten Folge bei Minecraft Master Builders. Bis dann. Ciao.